Warum ihr mehr Abonnenten bekommen werdet als ich, lautet einer von vier Titeln von Videos, die ich erstellt, aber nie hochgeladen habe. Zu den bisher über 270 veröffentlichten Videos gesellen sich hunderte weitere Ideen, die ich noch nicht umgesetzt habe, und einige davon werde ich auch nie umsetzen. Manche Ideen verwerfe ich noch, bevor ich mich wirklich mit ihnen beschäftige, ein paar Videos habe ich aber auch schon angefangen zu erstellen. Teilweise waren sie sogar komplett fertig, bevor ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass sie niemals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Warum ich das getan habe und was ihr davon lernen könnt, das verrate ich euch jetzt. Die erste Idee, die ich jemals verworfen hatte, war ein Video mit dem Titel "Schnell mehr Abonnenten bekommen" in 2019. Ein Video, was ja eigentlich perfekt in meinen Kanal passen würde, daher wird der Grund hier sicherlich besonders spannend für euch sein. Bevor ich es euch erzähle, schauen wir nochmal auf ein paar spannende Fakten. Gespeichert habe ich dieses Projekt am 23.01.2019 und damit nur wenige Wochen nach meinem allerersten Hero-Video mehr Abonnenten bekommen 2019, was für mich damals ja ein wenig der Durchbruch war. Das Thema an sich war also besonders gefragt und schnell Abonnenten bekommen ist auch heute noch ein sehr gutes Keyword. Verworfen habe ich die Idee erst, nachdem ich das Video schon aufgenommen hatte. Der Grund dafür war schlichtweg die Qualität der Tipps. Ich habe damals eigentlich gar nicht gewusst, was ich dazu sagen sollte, denn schnell Abonnenten bekommen halte ich nach wie vor für die falsche Herangehensweise. Natürlich kann man sagen, dass man schneller Erfolg haben will, aber die Tipps sind nahezu die gleichen. Um schnelleren Erfolg zu haben, muss man hauptsächlich mehr Zeit reinstecken. Es gibt keine besseren Tipps als die, die ich auch sonst in meinen Videos nenne. Warum ich denn überhaupt so ein Video produziert habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vermutlich aus Zeitdruck, denn die Woche darauf war ich mit meinen Freunden in Straßburg und ich musste das erste Mal in meinem Leben vorproduzieren. Am Ende habe ich dann aber einfach zwei Mini-Tutorials und meine erste Folge YouTube News in diesem Zeitraum veröffentlicht. Was ich euch hier als Tipp mitgeben kann: Erstellt niemals Videos unter Zeitdruck, nur weil ihr es müsst. Mittlerweile habe ich eine Liste mit gefühlt hunderten Videoideen, an denen ich mich immer bedienen kann, um in kritischen Situationen nicht einfach das nächstbeste Video produzieren zu müssen. Das zweite Video, was ich leider nie veröffentlicht habe, das ist mein Video zum Thema Zeitmanagement. Das wird vermutlich einige von euch enttäuschen, da sich das ja schon mehrfach gewünscht wurde, aber ich kann euch hier verraten, diese Idee habe ich nicht vollständig verworfen, nur mit meiner ersten Version war ich überhaupt nicht zufrieden. Auch dieses Video hatte ich sogar schon aufgenommen, habe aber schon direkt danach gewusst, dass ich es niemals schneiden werde. Bei diesem Video muss ich mich selbst ganz stark kritisieren, denn ich habe mir beim Skript viel zu wenig Gedanken gemacht und auch zu wenig recherchiert. Ich habe noch beim Einsprechen gemerkt, dass mich das Video selbst nicht überzeugen kann und habe es dann zwar abgespeichert, habe mich aber direkt an das nächste Projekt gesetzt. Zusätzlich hat Annie Dubé danach auch noch ein grandioses Video gemacht mit wirklich hilfreichen Tipps zu dem Thema, also wer Englisch kann, dem kann ich ihr Video auf jeden Fall sehr empfehlen. Das dritte Video, welches ich nie veröffentlicht habe, ist vermutlich das, welches mir selbst am meisten wehtut. Und zwar wurde ich vor einigen Wochen vom lieben PaschaTV zu einer YouTube-Challenge herausgefordert und bei dieser Challenge ging es darum, zu erzählen, wie man auf YouTube gekommen ist, und wie ihr wisst, ich spreche gern darüber und es wäre ein perfektes Podcast-Thema gewesen. Leider habe ich ja aber schon mal so ein Video erstellt, also habe ich dann versucht, das Thema ein wenig anders anzugehen, um euch dennoch viele neue Informationen zu präsentieren. Ein Skript habe ich hierzu angefertigt, weiter bin ich aber nie gekommen. Hier kann ich euch den meiner Meinung nach wichtigsten Tipp im ganzen Video mitgeben, und zwar: erstellt niemals Videos, weil andere es erwarten. Gerade kleine YouTuber, die das erste Mal getaggt werden, die ihre erste Challenge haben, die trauen sich teilweise nicht, diese Gelegenheit liegen zu lassen, obwohl es die bessere Wahl wäre. Auch bei Kooperationen sehe ich das immer wieder. Zuletzt hat auch ein Teilnehmer meines Coachings ein für seine Verhältnisse richtig schwaches Video hochgeladen, weil er einen Kooperationspartner hatte, der wirklich keine gute Arbeit geleistet hat. In solchen Fällen ist es unglaublich schwierig, jemandem zu sagen, dass man dieses Video nicht veröffentlichen will, aber wirklich, macht es. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Kooperation mit DaVinci machen wollen, wir hatten einen ganzen Podcast aufgenommen. Das war aber kurz bevor mein altes Mikrofon kaputt gegangen ist und die 30 Minuten Aufnahme war wohl schon zu viel und die Qualität war teilweise einfach schrecklich. Und so wie es auch tat,
ich musste ihm absagen, weil ich das Video niemals hätte hochladen können. Und das war auch die beste Entscheidung. Auch bei der Challenge muss ich Pascha leider enttäuschen, dabei fühle ich mich so unglaublich geehrt, dass er hier an mich gedacht hat. Wenn ich darf, will ich meinen Platz übrigens auch hier an DaVinci abgeben, weil von ihm weiß ich, dass er gerne mal generell über das Thema quatschen wollen würde. Kommen wir jetzt zum vierten Video. Ich gehe übrigens chronologisch vor, also diese Idee habe ich erst letzten Monat verworfen. Das ist mein Video, warum ihr mehr Abonnenten bekommen werdet als ich. Oder mein alternativer Titel, warum YouTube-Experten so wenig Abonnenten haben. Ich hatte sogar schon ein Thumbnail geplant, ein Pfeil auf meine Abozahl und dann der Text, was weiß der schon. Inhaltlich wäre es sicherlich unglaublich spannend geworden, denn es sollte in dem Video mal darum gehen, wie zahlenkrank wir alle sind, wie große Kanäle unsere Wahrnehmung von Erfolg verzehren und wie wenig die reine Größe eines Kanals eigentlich aussagt. Problem dabei ist, dass mir auf dem insgesamt 3,5 Seiten langen Skript, was ungefähr so 12 Minuten Videolänge wären, irgendwo ist der Mehrwert verloren gegangen. Unter anderem habe ich in dem Video darüber gesprochen, warum ich mich selbst nicht als Experte im klassischen Sinn ansehe, warum meine Abonnentenzahl aber nichts mit diesem Expertenstatus zu tun hat. Außerdem habe ich auch ein paar gute Wörter für Jan eingelegt, dessen Kommentare ja auch voller Idioten sind, die ihm Vorwürfe machen, die hinten und vorne keinen Sinn ergeben. Aus dieser eigentlich guten Idee wurde am Ende aber eher ein Mimimi-Video. Ich habe es selbst nicht mehr wirklich gefühlt und vor allem die Message hat mir gefehlt. Wie dieses Video hier zeigt, nicht jedes Video muss voll sein mit Tipps, die eure YouTube-Karriere verändern. So ein Blick hinter die Kulissen kann ja auch hilfreich sein. Doch wie es in dem Skript zu dieser Idee niedergeschrieben war, damit konnte ich mich gar nicht mehr identifizieren. Falls ihr aber Bock habt, dann setze ich mich nochmal ran und entwickle die Idee nochmal weiter. Wenn ihr das Video also sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, damit ich weiß, auf wen ich zählen kann. Das Video hier links hätte ich damals auch fast verworfen, habe es aber zum Glück doch hochgeladen. Schaut es euch jetzt an, wenn ihr nie wieder schlechte Videos machen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein Leute und ciao!